So, wir sind jetzt da in der Stadtkirche in Jena. Da ist momentan die Ausstellung Würdemenschen zu sehen. Vor mir ist Jörg Amonat, Künstler und Initiator dieser Ausstellung. Und im Rahmen dieser Ausstellung ist ein Segensroboter zu sehen. Was macht dieser Roboter? Und wo kommt er her? Wer hatte die Idee dazu? Ja, also der Segensroboter segnet. Und er ist entwickelt worden von der Hessisch-Nassauischen Landeskirche zur Weltausstellung 2017 in Wittenberg zum Lutherjahr. Und ja, und seitdem tourt er durch Deutschland. Und momentan für eine Woche ist er in der Stadtkirche Jena zu sehen. Und nicht nur zu sehen, sondern der segnet auch. Es gibt ja sogar eine App, mit der man beichten kann. Muss man sich darauf einstellen, dass in der Kirche bald keine Pastoren und keine Pfarrer mehr unterwegs sind, sondern alles nur mit Robotern noch gemacht wird? Ja, also die Ängste sind da, aber ich glaube, momentan sind sie unbegründet. Dieser Roboter soll eigentlich nur anregen zum Nachdenken darüber, welches Verhältnis der Mensch zur Maschine entwickelt und wie weit er sich darauf einlässt und wo Grenzen sind. Und der Einzelne sagt, nein, das nicht. Und viele sagen, nein, so nicht. Wir möchten einen Menschen haben, wir möchten einen Pfarrer haben, der vor uns steht und segnet. Aber auch gerade junge Leute sagen, ja, also da sind die Berührungsängste einfach nicht so groß. Und wenn wir wirklich ernsthaft die Frage stellen, was ist das überhaupt der Segen und durch was geschieht er, dann kommen wir ins Nachdenken darüber, dass das mitunter nicht so einfach auch beantwortet werden kann. Führen Sie uns, Bless You Too heißt er. Bless you too? Können Sie uns den mal vorführen? Ja. Das, was wir im Hintergrund hören, ist nicht, übrigens nicht Gottes Zorn, sondern irgendjemand probiert, übt heute Abend für ein Guten Orgelkonzert. Tag. Hello. Bonjour. Kann ich Sie segnen? Can I bless you? Bitte wählen Sie eine Sprache. Please choose a language. Herzlich willkommen. Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden? Gerne. Welchen Segen brauchen Sie? Wird dich immer führen und dich in der Dürre stärken. Du wirst sein wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Geh hin im Frieden Gottes. Möchten Sie den Segen ausdrucken? Und da steht der Segen jetzt drauf. Und da steht der Segen jetzt drauf. Das, was Danke für Ihren Besuch. Und der Bless You Too jetzt gerade gesprochen hat. Und ja, und das kann man sich mitnehmen. Die Bestätigung sozusagen, jetzt eben gesegnet worden zu sein. Sie hatten unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Also was für ein Segen? Ich glaube, vier waren es Ja, insgesamt. Ermutigung. ja. Worauf haben Sie getippt? Ja, Begleitung. Begleitung. Und Ja. was ist noch dann? Oh, das habe ich jetzt gar nicht im Alles. Kopf, aber es ist dieser traditionelle Segen, der auch am Ende eines Gottesdienstes gesprochen wird. Ermutigung, Begleitung, der traditionelle Segen. Das vierte fällt mir jetzt momentan nicht ein. Aber unser Freund hier ist statisch. Der fährt jetzt nicht durch, der kann nicht durch die Kirche fahren, Nein, oder? der Tag. ist sehr statisch. Hallo. Und wenn man sich so 2 Meter vor ihn Can bewegt, I bless you? dann fängt er auch an zu Bitte sprechen gehen und Sie an fragt. Sprache. Und Please choose a language. bleibt aber stehen, der bewegt sich nicht. Ich mache das auch mal, darf ich? Bitte Und schön. dabei filmen, kurz. Also, hier ist die Deutschlandfahne, tippen wir Guten an. Tag. Hello. Bonjour. Kann ich Sie segnen? Can I bless you? Bitte wählen Sie eine Sprache. Please choose a language. Haben wir doch schon gemacht, aber wir machen es nochmal. Herzlich willkommen. Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden? Ich nehme jetzt mal eine weibliche Stimme. Gerne. Welchen Segen brauchen Sie? Einen traditionellen Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Amen. Möchten Sie den Segen ausdrucken? Da tippen wir auf Ja. Gut. Abschließende Frage. Danke für Ihren Besuch und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Amunat, dieser Segensroboter ist Teil dieser Ausstellung Würdemenschen. Was genau hat es damit auf sich und wie lange ist die Ausstellung zu sehen in Jena in der Stadtkirche? Das Projekt, Kunstprojekt Würdemenschen hat im Februar begonnen hier in Jena, findet an 9 verschiedenen Orten statt, läuft bis Oktober, also das ganze Jahr über. An den Orten werden Gespräche geführt. Ich gebe Impulse, ich stelle Fragen und aus diesen Gesprächen, aus der Beantwortung der Fragen heraus entstehen Texte und am Ende bitte ich die Menschen um ein Selbstporträt in Würde, wie sie sich gerne in Würde darstellen möchten, zeigen möchten, sich selbst gegenüber, aber auch anderen. Und beides, Foto und Text, gestalte ich auf Tafeln, die dann an den einzelnen Orten ausgestellt werden. Das heißt also, hier in der Stadtkirche sind in der Hauptsache vorwiegend Tafeln zu sehen von Menschen, wo ich Gespräche in den Kirchgemeinden in Jena geführt habe. Andere Orte, zum Beispiel das Seniorenwohnen am Willengang ist dabei, die Universale Freie Gesamtschule ist dabei, das Hospiz, das Fanprojekt, das Frauenhaus, ein Dach für alle, also verschiedene Vereine, Institutionen, wo dann Einzelausstellungen stattfinden werden im Laufe des Jahres. Und am Ende des Jahres, Ende Oktober, sollen alle Tafeln oder einzelne Bestandteile der Ausstellung im Alten Rathaus im Foyer dann nochmal zu einer Abschlussausstellung gezeigt werden. Das ist, oben gesagt, das Projekt Würdemenschen, der Rahmen. Der Roboter hier, unser Blechfreund, ist bis Sonntag zu sehen. Bis Sonntag ist der hier in der Stadtkirche zu sehen. Okay, dann danke ich Ihnen.